Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead and Riptides. Und wir müssen jetzt mit Trevor reden. We're not going anywhere till that water's dealt with. I need a pump. Before we left, I talked to an old man from Hawaii. He worked in these tunnels when the Aussies were here. And he said there's still equipment in a workroom not far from here. There should be a pump in there. Can you bring it back? Machen wir natürlich. Absolutely. Good. Once you bring the pump back, I'll take care of this water. Suche die Schlammpumpe. Hier können wir uns noch ein paar Medikits mitnehmen. Und dann gleich mal weiter. Okay, ja, die leben nicht mehr und... Haben wir irgendwo ein Boot? Ah, hier. Aber ich muss ja nicht jeden einzelnen töten. Die Wasserleichen kann ich eigentlich auch einfach ignorieren. Okay, der lebt noch. Ja, dann können wir eigentlich so töten. Und sind doch schon beide tot. Und da ist der nächste. That did some damage. Und noch einer. So, unsere Waffe können wir auch nochmal reparieren. Habe ich Wurfwaffen? Okay, ich habe eine Pistole, aber damit locken wir wahrscheinlich viele an. Ja, die töten wir einfach so. Ist ja kein Problem. Oh Mann, schon wieder Wasser. Und ich habe kein Boot. Wir heilen uns lieber mal, bevor wir noch sterben. Ah shit, da kommen auch schon die nächsten. Nee, wir gehen lieber hier. Ich glaube, es dauert doch nicht mal so lange, bis wir dort sind. Oh shit, der hat ein Messer. Bloß jetzt nicht sterben. Wieder ein Infizierter. Ah, hier waren wir schon mal. Das war in der Mission, wo wir die Medizin holen mussten. Ich glaube, hier komme ich nicht runter. Ja, da muss ich einen anderen Weg finden. Weil wenn ich da runterspringe, bin ich wahrscheinlich tot. Shit. Was? Okay, nochmal hier hoch und jetzt töten wir sie. Alter, wieder keine Ausdauer. Das kann doch nicht sein. Ja, weil normalerweise halten die eigentlich auch gar nicht so viel aus. So, endlich. Aber ich weiß nicht, ich finde irgendwie keinen anderen Weg. Dann müsste ich wahrscheinlich da unten durch, oder? Ja, hier kommt man rein. Okay, dann haben wir jetzt einen anderen Weg gefunden. Und ich glaube, da unten irgendwo ist eine Leiter. Also da sollten wir auf jeden Fall raufkommen. Ja, das ist eine Leiter. Suche nach einem Weg ins Lagerhaus. Werden wir machen. Oh shit. Okay, jetzt sind wir wieder oben.
Erstmal umgetreten. Und Level up. Also wir können wieder Upgrades verteilen. Ja, ich mache niedrigere Aussaukosten beim Rennen. 2 Selbstmörder. Der erste ist tot. Und der zweite ist tot. Und ich bleib mal lieber weg vom Feuer, sonst verbrenne ich noch. Selbstmörderfleisch. Ah shit, da ist noch eine Wasserleiche. Noch eine. Komm, stirb. Nein. Okay, wir haben die erste. Also ich finde die Mission jetzt ist nicht wirklich einfach, aber ja, ich finde sie geht eigentlich. Noch 2 Molotow-Cocktail. Die können wir eigentlich auf die Wasserleiche werfen. Was? Die hat ja noch fast voll Leben. Und sie ist auch tot. Erstmal wieder heilen. Und wir könnten die Raserei eigentlich einsetzen. Aber wie soll ich jetzt reinkommen? Hä, da muss doch einen Weg geben. Ah, hier ist eine Leiter. Und ich müsste mal meine Waffe reparieren. Haben wir Granaten oder sowas? Giftbombe, ja, Granaten. Ja, die meisten sind echt tot. Ja, einer lebt noch. Die Tür machen wir mal zu. Und wir werfen noch eine Granate rein. Hey Trevor, I found the pump. Fresh. Bring it here. Sure thing, mate. Oh shit. Ja, ich habe mich gerade selber getötet. Und hier kann ich meine Waffe reparieren. Hier noch eine Klinge. Ein Paddel, das brauchen wir nicht. Reisclown-Mod. Hä, was? 3, 4 Werkbänke sind hier. Wer braucht das denn? So, funktioniert das Boot? Ja. Und wir sind jetzt da. Okay, wir haben die Mission jetzt abgeschlossen. Okay, das werden wir aber erst in der nächsten Folge machen. Okay, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.